Videocheck. Hallo liebe Freunde von Videocheck, mein Name ist Frau Kramer und heute geht es um Christiane Schmidt. Ne? Also nicht Christiane Schmidt, sondern Christiane Schmidt. Also Christiane Schmidt kriegst du, wenn du zu viel und zu viele laute Sachen auf dem Ohr hast. Und deswegen kriegst du heute von mir Anti-Christiane Schmidt. Das ist von Unapi, Gehörschutz. Und ob der was taugt, es gibt ja diese Billig-Gehörschutze, die sie auf Amazon verkaufen. Für viel Geld, die man auch irgendwo im Restposten kaufen kann, weil die keiner haben will. Und es gibt vernünftige Kopfhörer auf Amazon und ich hoffe, dass das diesmal endlich welche sind. Ist wie gesagt meine zweite Bestellung. Von schlechten Sachen mache ich keine Rezension, von guten Sachen ja. Lass mal reinschauen, also das sind eigentlich Kopfhörer, normalerweise gar nicht irgendwie eine Rezension wert, aber es gibt viel zu viele Fehlkäufe und deswegen heute von mir dieses Video. So, von außen machen die auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Wir machen mal die Plastikverpackung ab. Hier, Schwiegermutter räumt heute auf und da haben wir diese Dinger. Also man sieht allein schon an der Breite, dass die schon mal guten Gehörschutz garantieren. Denn es gibt Kopfhörer, die sind wirklich sauschmal und da fragt man sich, ne, wie schafft der Schall das da nicht durchzukommen? Also wir haben ja hier die Straße. Ich höre nur mein eigenes Husten. Also ich höre nicht mal mehr die Straße, so leise ist das. Und das ist auf jeden Fall das Richtige, wenn man zum Beispiel im Schießstand ist gerade oder sonst mit irgendwelchen lauten Sachen konfrontiert ist. Und das ist auf jeden Fall, das fühlt sich schon qualitativ sehr gut an. Wollen wir das mal genauer in die Lupe nehmen. Hier sitzt die Teleskopstange drin, das kann man in der Größe natürlich verändern, je nachdem was für einen Kopf man hat. Und dass man da ja nicht nachher Probleme hat beim Tragekomfort. Das Ganze ist CE geprüft. Ich weiß nicht, wenn man jetzt keine Prüfnummer oder kein Prüfzeichen drauf hat, wie das ist, ob die Berufsgenossenschaft überhaupt irgendwas bezahlt, wenn man da nachher Ohrschäden hat oder Hörschäden oder wenn man das Ding in der Firma liegen hat und die sagen, halt, was ist das für ein Ding, das kannst du mal gleich wegschmeißen. Also die Dinger müssen auch gewisse Normen erfüllen. Also wie gesagt, wir haben hier einmal die Höhenverstellung und ein schönes, dickes Leder, Kunstleder, wie wir das von diesen alten Kopfhörern kennen. Und auf jeden Fall ein richtig robustes Teil. Ich würde sagen, machen wir mal den Schleudertest. Wir müssen auch ein bisschen was aushalten, ne? Also da passiert rein gar nichts dran, also das kann man hier schleudern und keine Ahnung was und die Verschlüsse gehen nicht ab. Das ist alles sehr solide gebaut und man kann das auch nicht irgendwie auseinanderziehen oder irgendwas oder das Leder rausziehen, weil ganz oft bei den billigen Dingern hat man das ja, man braucht die bloß schief angucken und dann fallen die auseinander. Also dafür auf jeden Fall gibt es 5 Sterne und das Schöne ist, wenn meine Frau zu Hause ruft, dann kriege ich ja nichts mit. So, Kopfhörer gut. Nein, wirklich ohne Scheiß. Also 5 Points von mir für dieses Produkt. Man kann da jetzt nicht viel großartig dran testen. Ich kann bloß sagen, es müffelt nicht nach Erdöl, es ist kein Billigzeug und es ist auf jeden Fall was in die Werkstatt gehört, gerade wenn man sein Gehör für längere Zeit behalten will. Denkt dran, der Prozess ist schleichend, der Gehörlosigkeit oder der Schwerhörigkeit. Link ist wie immer unten in der Titelbeschreibung, wenn ihr nicht gerade schon auf Amazon seid. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, lasst einen Daumen nach oben da, am besten vielleicht teilt das Video auf Facebook, ne? Oder abonniert den Kanal, kostet nichts. Bis dann, euer Paul vom Videocheck.